Ja, ich kann mich an einen Besuch in Berlin sehr gut erinnern, als Ende der 80er Jahre. Und da war auf der einen Seite die Bahnhof Friedrichstraße, wo die Fopos mit den Maschinengewehren auf uns heruntergeblickt haben, wir sehr verängstigt waren. Oder auch die Situation, wie ich vom Potsdamer Platz zum Reichstagsgebäude gegangen bin, an der Mauer entlang. Sehr bedrückende Situation. Und ich mir nicht vorstellen hätte können, dass ich 10 Jahre später dann als frei gewählte Abgeordnete in das gesamtdeutsche Parlament einziehe. Und so ungefähr kann man eigentlich beschreiben, dass es vielen gegangen ist bei der Wende, dass man sich das gar nicht vorstellen hat können, dass es aber eine unglaubliche Freude gewesen ist, auf beiden Seiten eine friedliche Wiedervereinigung zu haben. Und dass wir seitdem wahnsinnig viel erreicht haben, aber dass es auch eine schwierige Phase gewesen ist und dass wir die auch in der Zukunft nur gemeinsam gestalten können.